Hallöchen, liebe Gaming-Freunde und Daheimgebliebene. Und ich sage extra Daheimgebliebene, weil wir befinden uns hier gerade in Taipei, im schönen Taiwan, wo es gefühlte, ich sag mal, 6000 Grad im Schatten sind. Und der Sarazar, der verrät uns jetzt mal, warum wir eigentlich hier sind. Ja, liebe Freunde, wir sind hier auf der Garmania Game Show. Und hier gibt es natürlich jede Menge Games, wie der Name schon sagt, von Garmania. Und die kennt man eigentlich in Europa noch gar nicht. Also mir waren die zumindest recht unbekannt. Ja. Aber die kommen bald nach Europa. Und die sind in Asien echt eine Hausnummer. Und wir wollen euch jetzt mal zeigen, was die uns jetzt so alles auftischen wollen. Auf geht's! Coreblaze ist ein Action-MMO basierend auf der Unreal Engine 3. Es enthält Realtime-Kämpfe mit einer ordentlichen Ladung Hack'n'Slay und ist komplett per Gamepad spielbar. Einige Klassen wurden präsentiert, wie zum Beispiel der duale Schwertkämpfer, Bogenschütze, Krieger mit Megaschwert und viele weitere sollen folgen. Das Tolle an dem Spiel ist, die Klassen sind switchbar. Es gibt auch diverse Quests neben der Hauptstory, das zumindest versprachen uns die Entwickler, und viele dieser Quests werden instanziert sein. PvP-Möglichkeiten wird es natürlich auch geben, so dass man sich gegenseitig ein bisschen auf die Omme klatschen kann. Der Release erfolgt voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2012 und das Spiel wird mit großer Sicherheit auch in Europa erscheinen. Wunderschön. Wunderbärchen. So, wir haben das Ganze für euch natürlich auch angespielt und der Sarazar fasst das für euch mal ein bisschen zusammen. Ja, wir hatten eine Spielsession in den düsteren Coreblaze-Räumlichkeiten, passend zum Titel, und es gibt spaßige Kämpfe und das Spiel, muss ich sagen, hat ein echtes Potenzial. Wir hatten auch den epischen Bosskampf gegen Liang Ku, den wir übrigens als erster von allen anwesenden Journalisten gewonnen haben mit dem Play Massive Team. Wir waren so awesome. Ja, wir haben ihm so richtig in den Hintern getreten und ein paar kleine Änderungen werden bei dem Spiel wohl noch vorgenommen. Das war zwar schon sehr eindrucksvoll, aber immer noch eine Beta-Version. Da muss noch ein bisschen dran geschraubt werden. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden. Hi, hallo. Kannst du uns was erzählen über Coreblaze? Was ist das für ein Spiel? Coreblaze ist ein Spiel. Wait, let me translate. Das Wichtigste bei Coreblaze ist ein reines Action-MMORPG. Der größte Unterschied ist zum herkömmlichen MMORPG ist in der Umgebung. Die Umgebung verändert sich ständig und die Umgebung kann. 那因为玩家可以做非常多的事情，比如说使用道具、使用技能，那包含可能我现在发现下雨了，我要做什么样的应变，那。 Der Spieler kann unterschiedliche Sachen machen, unterschiedliche Waffen nehmen, unterschiedliche Skills benutzen. Je nachdem, wie die Umgebung ist im Moment. Wenn es im Moment regnet, macht er andere Sachen, als wenn es sehr windig ist. 那相对的，玩家在下雨天会遇到的事情，会做的事情，Monster也会这样做，怪物也会这样做。 Ja, das heißt also auch für die Monster, für die Gegner, die man trifft, die verhalten sich anders, wenn die Umgebung in der Dynamik sich verändert. Wenn es regnet, reagiert das Monster anders, als wenn es jetzt windig ist oder wenn es einfach nur so angetroffen wird.
因为这是我们期望能够做到的，那这样的话就等于说环境的因素在影响整个世界，然后天气气候包含玩家的行为，会让这个世界变得非常的动态，非常的不一样。 Das heißt also, die ganze Welt wird sich permanent verändern vom Design her und wird permanent in Dynamik sein. Okay, danke Jackie. Oh, no, you're welcome. Dream Jobs ist ein Fantasy-MMO mit sehr starken Märcheneinflüssen. Selbst Peter Pan, Alice aus dem Wunderland, die liebe Schneewittchen und viele, viele andere bekannte Geschichten kommen darin vor, in dieser kunterbunten, lolli, kleinen, süßen Zuckerspielewelt. Ja, da gibt's auf jeden Fall Klassen wie das Indianermädchen, der Nussknackersoldat, wer kennt ihn nicht? Und ja, Maler der Magie und mehr, also ziemlich viele Märcheneinflüsse in diesem Spiel. Da muss man dazu sagen, es sind natürlich die handelsüblichen Klassen, wie zum Beispiel der Schwertkämpfer und so weiter, also der Warrior. Nur die wurden halt dementsprechend dann auf diese niedlich kunterbunte Kulisse getrimmt, sodass wir zum Beispiel statt dem Magier dann diesen fantasievollen Maler haben. Also im Grunde genommen kann man sagen, man hat die klassischen Klassen, aber in einer süßen, zuckersüßen Verpackung. Ja, Lolli und Zuckerstange statt Schwert- und Bogensehne. Du sagst es. Es gibt übrigens auch diverse Püppchen sowie Pets zur Unterstützung, die man sich im Spiel dazu holen kann. Es gibt haufenweise Kostüme, es gibt jede Menge Mounts, wie zum Beispiel den fliegenden Drachen oder vielleicht sogar einfach mal einen Regenschirm, wer wie Mary Poppins durch die Gegend fliegen will. Märchengilden gibt es ebenfalls und der Release-Termin ist noch unklar, genauso wie ob das Game auch in Europa erscheinen wird. Das werden wir natürlich früher oder später sicherlich erfahren und auch hier halten wir euch wie immer auf dem Laufenden. Wir hatten noch eine Anspielsession im Märchenzimmer inklusive Mädels im passenden Gewand, so zum Beispiel die Herzkönigin. Die übrigens extrem zum Anbeißen aussah, eben ein echtes Leckerli passend zu Dream Jobs. Das Ganze spielt in einer kunterbunten Spielewelt, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, und wird wohl eher als Zielgruppe Kinder und Märchenverrückte oder Märchenfreunde ansprechen. Langrissa Schwarz dürfte dem ein oder anderen Spielefreund noch relativ bekannt vorkommen, denn bei dem Ganzen handelt es sich um nichts Geringeres als eine MMO-Adaption des Konsolentitels von 1991. Das Ganze startet ihr per einer Charakterkreation, in der ihr euch erstmal zwischen dem Imperium, der Fraktion, sage ich mal, des Lichtes und der Dunkelheit entscheiden müsst und je nachdem werden die Kämpfe ausgefochten. Ja, und es gibt auch Berufswege wie Krieger, Ranger, Bogenschütze, Magier, Priester oder Wächter, die sie im weiteren Spielverlauf über den Klassenbaum in weitere Unterklassen spalten. Im Spiel selbst steht euch neben dem Skillsystem auch ein Kartensystem zur Verfügung, wo ihr in einer Art Trading Cards insgesamt 100 Karten für eure Kämpfe als Unterstützung nutzen könnt. Obendrauf unterstützen euch NPC-Begleiter, die im Kampf auf eure Befehle reagieren. Da könnt ihr zum Beispiel auch als Krieger einen Heiler mitnehmen oder wie es euch beliebt, je nachdem wie ihr im Kampf unterstützt werden möchtet, falls ihr keinen Mitspieler zur Hand habt. Und apropos im Kampf unterstützen, das Spiel ist auch per Gamepad spielbar und es gibt PvE sowie PvP-Optionen. Die Grafik ist im neumodischen Manga-Stil gehalten, so dass nicht nur Anime-Freunde ihre Freude daran finden werden, sondern auch die Spieler herkömmlicher Games. Der Launch ist im Herbst 2012 geplant und die Veröffentlichung wird voraussichtlich auch in Europa stattfinden. Ja, und wir haben das Game auch angespielt auf der Seite des Lichts und natürlich im passenden Raumabschnitt und es hat einen wirklich interessanten taktischen Anspruch. Yo, es erinnert ein wenig an das bewährte Dota-Prinzip. Wer Dota von euch gezockt hat, wird sich auch mit Langrisser Schwarz einfronten können. Und der erste Bosskill der Präsentation ging übrigens an die Redaktionseinheit von Play Massive, Online Welten und Gamona. Die Germans haben es gerissen, sag ich mal.
Haste Töne, Tiara Concerto Online ist ein abenteuerliches MMO im Manga-Stil, das euch mitnimmt auf eine Reise in die Musik. Und in die Welt von Neome, denn dort leben die Menschen in den Wolken und der starke Fokus liegt, wie du schon sagst, auf der Musik im Spiel. Jo, aber nicht nur darauf, denn es gibt auch zum Beispiel instanzierte Quests mit Storyline für Gruppen von bis zu 4 Spielern, die sich wiederum allesamt, also alle Spieler insgesamt, in einer offenen Stadt treffen können. Besonders interessant ist aber das actionhaltige und direkte Kampfsystem, das das Spiel bietet. Und es gibt Klassen wie der Composer, eine Art Fernkämpfer, der Performer, ein Nahkämpfer oder auch der Tuner, der mit Musik angreift. Dazu muss man sagen, es handelt sich dabei natürlich um die klassischen MMO-Klassen, die hier sehr musikbezogen umgesetzt wurden. Zum Beispiel könnt ihr dann jemanden eben nicht mit der Flöte direkt verprügeln, aber dafür eine schöne Melodie plempern, die Gegner aus den Gamaschen kloppt. Ja, und das ist selbst mit dem Gamepad möglich, aber eine Veröffentlichung in Europa ist noch unklar. Was aber klar ist, ist, dass wir auch dieses Game gerockt haben. Wir durften es anspielen zusammen mit den anderen Redakteuren und die Anspielsession selbst, die fand in gar himmlischen Räumlichkeiten mit dem entsprechenden Ambiente statt, war schon sehr beeindruckend. Auch interessant ist das Kampfsystem von Tiara Concerto, das ein wenig an Konsolentitel erinnert. Teilweise könnt ihr auch mit der Unterstützung von NPCs rechnen, die ihr allerdings nicht befehlen könnt. Warrior of Dragon! Warrior of Dragon ist ein Titel, bei dem man sich noch überlegt, ob man diesen so in Europa beibehalten wird. Das Game wird auf jeden Fall hier erscheinen. Und dabei handelt es sich um ein MMO, das auf der chinesischen Mythologie basiert. Das Spiel ist im Diablo-Hack-and-Slay-Stil gehalten und ihr spielt das Ganze in einer Kameraperspektive von oben. Neben PvE-Abenteuern liegt ein starker Fokus auf PvP. So gibt es Nationskriege, Gegenkriege, Gruppenkämpfe und Duelle in Arenen. Und das ist noch nicht alles. Es gibt auch unterstützende Elemente wie zum Beispiel Katapulte, Geschütztürme und vieles mehr. 6 Klassen wie Krieger, Magier, Taoisten, Bogenschützen und weitere warten darauf, von euch gezockt zu werden. Ja, die Veröffentlichung ist auch in Europa geplant. Der Release-Termin ist allerdings noch unklar. Wir durften das Ganze für euch allerdings anspielen. Diesmal nicht im Redaktionsbattle, sondern jeder gegen jeden. Aber ich denke mal, wir haben einen ordentlichen Kill-Counter hingelegt. Das war die Germania Game Show 2011. Wir haben uns hier jede Menge Spiele im schönen Taiwan angesehen. Langrissa Schwarz, Coreblaze, was haben wir uns noch angeschaut? Ach du, ich möchte gar nicht lügen, aber ich glaube, es waren Green Drops zum Beispiel, Tiara Concerto Online oder Warrior of Dragon, das ebenfalls nach Deutschland kommen wird. Wann genau, weiß man noch nicht, aber wir bei Play Massive halten euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Aber jetzt werden wir erstmal schön in die Karaoke-Bar schlawenzeln, um uns dort die Lunge aus dem Hals zu singen. Ja, und das Ganze könnt ihr euch natürlich bei den Super-Homies anschauen. Viel Spaß und adieu! Einschalten, Spaß haben, dabei sein. Tschüss!